Hey und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Geht heute um eine Grafikkarte, die ich von einem Zuschauer zugeschickt bekommen habe. Und die will er nicht mehr haben, da ist irgendwas mit. Und wenn wir nachschauen, was damit ist, dann wissen wir vielleicht, was es ist, können da vielleicht was machen. Ich wünsche viel Spaß. Ja, danke. Beginnen wir mal mit dir. Dieses Paket kommt von Michael aus Neuhaus am Inn oder Inn oder Inn. Ich weiß es nicht genau. Das hat er, also den Absender hat er wieder durchgestrichen. Hat er allerdings mit Zettel und Papier draufgeklebt. Das habe ich auch irgendwann mal gemacht und dann kam das Paket zurück. Entweder konnten sie es nicht lesen oder ich hatte Absender und Empfänger halt eckenmäßig vertauscht. Ist auf der Unterseite, ist ein Aufkleber drauf, Handle with Care. Ich mach's mal von unten auf, dann muss ich nur machen und nicht oben alles einzeln durchzwiebeln. Dann nehmen wir mal dann doch lieber diese Ansicht. Oh, Styropor, fachmännisch durchgebrochen. Es scheint eine Grafikkarte zu sein. Ich habe noch nie irgendwas ausgepackt, was so verdammt gut eingepackt war. GeForce GTX, genau. Eine 1080 Ti, ja, okay. Habe ich die bestellt? Weiß ich jetzt. Also, ich habe tatsächlich die letzten paar Tage ein paar Mal öfter in die Mails geschaut, aber eine 1080 ist mir gerade überhaupt nicht geläufig. Zumindest nicht, dass das jemand mal erwähnt hätte. Zeig mir nochmal die Postleitzahl, bitte. Postleitzahlgebiet 9. Dankeschön, aber wer hat das? Wo, von wem? Wie? Was? Wo? Funktioniert sie überhaupt? Ich meine, immerhin haben die Lüfterlager schon mal kein Problem. Die kannst du nämlich nicht hören. Man könnte munkeln, dass Wärmeleitpaste schon mal ersetzt worden wäre, weil ich hier jetzt kein Garantiesiegel drauf sehe und diese Schraube so einen ganz kleinen Kratzer hat. Nicht, dass ich mich beschweren würde, einfach nur als Indiz, ob man das hier mal gewechselt hätte, aber das ist eine ordentlich schwere Karte. Ich schaue mal eben in den Mails, da wird ja wohl... Warte mal. Ah doch, jetzt habe ich's. Die Karte soll ein Problem haben. Sporadische Abstürze, mein Lieblingsthema, weil dann wird man das hier wahrscheinlich 2 Stunden laufen lassen, es passiert nichts und nach 2 Stunden 5 holst du dir mal eben kurz eine Cola von oben oder so, dann schmiert die ab. Das müsste man tatsächlich schauen. Beziehungsweise, ja, man kann hingehen und schauen, was passiert, wenn man das Teil ganz, ganz bisschen übertaktet, wenn sie dann schon direkt abschmiert, wobei übertakten auch kein passender Indikator dafür ist. Ach, das ist schwierig. Es gibt allerdings eine Möglichkeit mit MATS-Mods, also M-A-T-S. Da prüft er einmal die Karte komplett durch in so einer bootbaren Linux- oder DOS-Umgebung, glaube ich sogar. Da kannst du auf jeden Fall den Grafikspeicher mit prüfen. Es bleibt spannend. Warte, ich schiebe dich mal eben hier auf mein Testboard und dann können wir ja gucken, ob du vielleicht Probleme machst. Jetzt fällt mir gerade auf, dass wenn ich die Grafikkarte hier draufsetzen möchte, kommt das ans Testbett hier irgendwie dran. Ich löse mal alle Schrauben und versuche das Board ein bisschen weiter in die Richtung hier zu schieben. Ich kann ja jetzt nicht jedes Mal die PCI-Blende umbiegen, nur weil ich da eine Grafikkarte einbauen möchte. Hey, und jetzt hält der Kühler nicht mehr. Jetzt doch wieder. Ja, ich sehe schon, das wird nichts. Also ja, es geht jetzt ein bisschen besser, aber ja, dann mach mal. Leuchtest du? Du leuchtest nicht. Aber das sieht voll so aus, als müsste das hier leuchten. Kann auch gut sein, dass es erst mit dem Treiber funktioniert, beziehungsweise mit irgendeiner Zotac-eigenen Software, die dann später installiert werden muss. Ich würde sagen, das Teil läuft erstmal. Seit 20 Minuten jetzt kriegen wir hier ein Bild. Und 63 Grad, ne, für so eine Grafikkarte, da haben die hier echt eine ordentliche Kühlung verwendet. Und das Teil ist gar nicht mal so laut. Also jetzt mittlerweile ein bisschen mehr. Jetzt sehe ich allerdings gerade, guck mal da, da ist ein kleiner Knopf dran. Micro-USB-Anschluss. Sus, was kann man denn damit machen? Ha, müsste ich gleich mal nachschauen. Jedenfalls gibt es eine Software, hatte ich ja gerade einmal genannt, MATS-Mods oder MATS bzw. Mods, um die Grafikkarte bzw. irgendwie den Speicher zu prüfen. Und das könnten wir ja einmal ausführen, dazu einmal aus und dann vom USB-Stick booten. Was haben wir denn hier? Asus, üblicherweise glaube ich F10 oder F8 als Bootmenü oder vielleicht auch F12. Wenn das klappt, das würde mich wundern. Siehst du? So nämlich. So, General U-Disk, dann wird das Teil wohl jetzt einmal starten. So, ich hatte gerade ein paar Differenzen mit dem, was ich eigentlich ausprobieren wollte. Ich begreife jetzt nicht, woran das liegt, weiß ich jetzt nicht. Das habe ich übrigens aus irgendeinem Kommentar von einem Zuschauer vorgelesen. Es ist extrem dumm, die Grafikkarte nicht mit dem HDMI... Oh, ich hasse es! Ich begreife jetzt nicht. Ein bisschen stabiler hier rein oder so. So, und wenn wir Glück haben, dann fährst du uns jetzt auch schon hoch. Ja, sehr schön. Dann machen wir mal Steuerung C oder X oder so. Oder Escape. Ja, wie kann ich das abbrechen? Ich begreife nicht. Jetzt mach doch was. Warum? Fail. Ja, danke schön. Ja, das ist richtig. Oh, ich hasse das englische Tastaturlayout.
So, und hier drin habe ich, glaube ich, eine Datei, die nennt sich irgendwie Techniktest oder so. Techtest. So, dann lass mich doch mal testen. Ich hoffe, das klappt jetzt. Oh, Command not found. Du willst mich doch ärgern. Mach doch irgendwas. Oh Gott. Ja, eigentlich wollte ich das hier irgendwie getestet haben, aber ich kriege die ganze Zeit schon für die Kommandos des Tests Fehlercodes und ich habe jetzt echt keine Lust und Zeit für das haargenau auseinanderzunehmen. Ich fragte mal meinen Grafikkartenreparaturmensch, glaubt die Version dieses Testprogramms von Mats oder Mods ist nur die falsche, weil jedes Mal, wenn ich einen Test durchführe, sagt er dann, da ist was falsch und ja. Ich habe die Grafikkarte hier also einmal zerlegt, um mir anzuschauen, ob mir vielleicht irgendwas auffällt, ne? Dass vielleicht ein Heatpad nicht richtig sitzt oder ja, wie auch immer. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, Wärmeleitpaste wurde scheinbar irgendwann mal ersetzt, weil die noch ziemlich flüssig war, sage ich jetzt mal. Und man hat irgendwie erkannt, da war so ein Bereich, so ein halber Zentimeter, das sah irgendwie so aus, als wäre da nicht genug Wärmeleitpaste an genau diesem Punkt. Das kann vielleicht sein, dass dort ein Hotspot entsteht und irgendwann dann ein Temperatursensor, ich weiß nicht, ob man einen oder mehrere hat, auf dem Chip dann sagt so, oh, ne, hier machen wir nicht. Ja, gut, dass ich mal nachgeschaut habe. Ich würde aber trotzdem sagen, dass die Karte sehr gut gepflegt wurde. Und es kann auch sein, dass dieser Spot auf dem Die, auf dem Chip an sich jetzt nur so aussieht, weil ich eben den Kühler gerade abgenommen habe. Ich habe das allerdings schon öfter mal gesehen bei billiger Wärmeleitpaste, dass wenn die irgendwie länger liegt oder so, oder wenn man das erste Mal da was rausspritzt, dass das erste Stück irgendwie so aussieht wie Öl oder Wasser. Also das ist nicht grau, sondern eher so ein bisschen mehr durchsichtig. Vielleicht war es ja das gewesen. Ich weiß es nicht, deswegen können wir jetzt eigentlich weitermachen. Ich bastel das Teil mal wieder zusammen, lasse die Karte dann auf Vollauslastung im MSI Combustor einmal laufen, stelle zusätzlich den Artefakt-Scanner mit an, setze die GoPro einmal mit dazu, also auch im Zeitraffer-Modus, dass während ich hier gleich weg bin, ich dann auf jeden Fall feststelle, okay, war das Bild vielleicht kurz mal weg oder wann genau ist irgendwas abgeschmiert, irgendwie sowas. Oder fliegt vielleicht irgendwann in die Luft, weiß ich nicht. Und dann werden wir auf jeden Fall mehr erfahren können. Es kann vielleicht auch sein, dass es ein Anwenderfehler gewesen ist, dass irgendein anderer Windows-Treiber oder so den Grafiktreiber nach 5 Stunden dann irgendwann mal rausschmeißt oder so. Aber sowas rauszudiagnostizieren ist schwierig. Ich wollte gerade die GoPro einmal an den Start nehmen, beziehungsweise schon mal ein bisschen laden. Guck dir mal den Akku an. Oder ich weiß nicht, ob man das wirklich sieht. Der Akku hat sich ein bisschen aufgeblasen. Ist das überhaupt ein Originaler? Ich habe die GoPro mit 4 Akkus gekauft. Sieht ein bisschen billig aufgeklebt aus, aber ich kann, glaube ich, von Glück reden, dass sie mir das Display nicht kaputt gemacht hat, weil direkt über dem Akku das Display sitzt. Oder dass ich das Teil da gerade eben noch rausbekommen habe. Das machen solche Akkus manchmal, aber puh, gut, dass die Karte jetzt gekommen ist und nicht eine Woche später, dann hätte ich vielleicht Tschüss sagen können. So, das ist also der Artefakt-Scanner, ja. Aber sieht auch aus, als wäre das eine grundsolide Last. GPU ist 93% ausgelastet und jetzt auch schon bei 65 Grad, wie gerade eben auch schon. Nur halt mit ein paar weniger FPS. Und dann lasse ich das hier so mal durchlaufen. Falls das Bild verschwindet oder was abschmiert, habe ich jetzt hier die GoPro sitzen, die das dann mit aufnimmt, auch mit der Uhrzeit. Das ist übrigens die Uhr von meinem verstorbenen Opa, schon 2007 oder so ist der gestorben. Den durfte ich dann leider finden, genauso wie mein Onkel. Also ich bin da, glaube ich, ein bisschen abgehärtet, was das angeht. Was mir gerade übrigens noch eingefallen ist, was auch Ursache dafür sein kann, dass so eine Grafikkarte abschmiert, ist das Netzteil. Ich habe jetzt hier das 850 Watt Netzteil, das kommt aus der letzten Zuschauerpost tatsächlich. Von Be Quiet, das ist wohl was Vernünftiges. Ich habe hier auch einzelne Leitungen dafür, direkt vom Netzteil. Und wenn wir uns hier mal anschauen, wie schnell sich der Lüfter dreht, ne, das ist nichts. Also das Netzteil ist nicht übermäßig stark ausgelastet. Ich würde auch behaupten, dass das ordentlich stabil ist. Kann auch ein Problem sein. Wird auch immer wieder vorgeschlagen, wenn gesagt wird, ja, Grafikkarte schmiert ab. Ja, schaut mal das Netzteil an. Ist dann nur irgendwie ein bisschen schwierig, das Netzteil großartig zu testen. Da muss man sich dann tatsächlich ein zweites herholen und ja, ich bin dann jetzt erstmal weg. Ich verschwinde in Omas Kneipe, spiele dort dann noch Alan Wake weiter, die Remastered-Version, die ich mir gestern besorgt habe. Ich habe das Spiel auch in der normalen Version, glaube ich, ein oder zweimal durchgespielt. Und der Soundtrack davon kann ich euch wirklich empfehlen. Habe ich mit Sicherheit schon 200 Mal gehört oder auch zum Einschlafen mal. Der ist echt, haben sie schön gemacht. Ist eigentlich vom Setting her eher für den Herbst geeignet, das Spiel, aber
Das Spiel kostet, glaube ich, 3 Euro für einen Xbox-Key. Musst du dir eben VPN holen und gut ist. Ich hätte auch einen PC-Key nehmen können, aber habe mir dann gedacht, nee, der große Fernseher steht ja drüben, dann nehmen wir den. Nee. Kurzer Zwischentest, so irgendwie 64 Grad haben wir jetzt, 0 von 0 Artefakten. 1 Stunde 17 sind wir dabei und weil hier ein Timer steht, ist das eigentlich komplett idiotisch. Aber dann habe ich immerhin die Story dazu erzählt, passt ja auch. Den Ereignismonitor habe ich auch mal hier aufgemacht, nur just in case. Vielleicht muss man den auch zwischendurch aktualisieren. Kann ich das mit F5 machen? Ja, 13.55 Uhr denkt er jetzt gerade, aber sobald die nur Warnung steht. Ja, da steht ganz, ganz viel Mist drin. Und auch wenn da Warnung steht, dann hat das eigentlich nichts zu bedeuten. Solange da kein kritischer, wirklicher Fehler drin sitzt, ist das auch kein großes Problem. Oh, schon fast 4 Stunden. Ja, Temperatur immer noch genau gleich. Aber man muss sich ja den Zeitraffer angucken. Vielleicht war ja zwischendurch das Bild mal weg, wenn du überhaupt noch aufnimmst. Aber das tust du. Da stand ja gerade 1 Stunde. Aber diese 1 Stunde gilt für das Ausgangsmaterial. Und 1 Stunde, dann sitzt er hier morgen noch. Es tut mir leid. Nach 7 Stunden, fast durchgespielt, die Karte ist in Ordnung. Vielleicht war es die Wärmeleitpaste oder das Netzteil oder sonst irgendwas. Aber das schaue ich mir morgen an, ob da vielleicht Bildaussetzer waren. Aber ich kann es mir echt nicht vorstellen. Und das ist verdammt warm hier, trotz offener Tür. Also ich lasse die Tür über Nacht am besten mal offen. Ich habe die Videos von der GoPro hier mal eben im Schnittprogramm eingefügt. Und wenn ich hier jetzt so durchgehe, dann würde ich auf jeden Fall sagen, das blitzt ab und zu mal, weil ich eben mal reingekommen bin und gerade Zwischenbilanzen mal kurz aufgenommen habe. Allerdings gab es hier keine Bildaussetzer, so wie ich das sehe. Und wenn hier irgendwas schwarz wäre oder so zwischendurch, dann würde man das auf jeden Fall bemerken, wenn ich hier durchgehe. Und das ist doch sehr erfreulich. Ich meine, gut, 7 Stunden sind jetzt auch nicht nichts und dann wird es eventuell, kann ich mir vorstellen, das Netzteil gewesen sein beim Vorbesitzer. Vielleicht war das nicht ganz stabil oder es gab Treiberprobleme mit Windows an sich, dass irgendein WLAN-Treiber oder LAN-Treiber sich mit genau der Treiberversion von Nvidia nicht so wirklich verstanden hat. Oder vielleicht auch die Tatsache, hatte ich ja vorhin gezeigt, dass da die Wärmeleitpaste so ein bisschen kurios verteilt gewesen war, weil da irgendein Hotspot, ich weiß nicht, ob man das genau so nennt, ist auf jeden Fall nicht gut, weil dann eine Stelle des Chips heißer wird als der Rest. Und da kann auch gerne der Chip mal kaputt gehen. Ich hatte mal ein Video gesehen, das war bei einem Laptop oder sowas gewesen, irgend so ein AMD-Zeug, da wurde ab Werk mangelhaft Wärmeleitpaste aufgetragen. Dann wird eben eine Stelle super heiß und die anderen Temperatursensoren denken sich, oh, 70 Grad hier, alles in Ordnung. Aber in Wirklichkeit hast du dann an der Stelle 150 Grad. Und das macht das Teil nicht lange mit und dann geht's kaputt. Und kann auch gut sein, dass, weil die Karte jetzt ein bisschen bewegt wurde oder sowas, dass es da eine halbe Kaltlötstelle oder sonst irgendwas gab. Weiß man nicht. Was man auch nicht weiß, ist, was man mit dem USB-Port hier anfangen kann. Ich habe das Teil mal angeklemmt, passiert gar nichts. Ich habe mal recherchiert, das ist von Zotac für den internen Gebrauch. Firmware oder BIOS-Flashing oder sonst irgendwas. Gut. Also immerhin haben sie sich da noch Debug-Möglichkeiten irgendwie offen gelassen. Es gibt auch noch eine App, die die Beleuchtung steuern soll. Funktioniert jetzt nicht, kann aber auch in der Windows-Installation liegen. Und von Zotac gibt es noch so ein eigenes Overclocking-Tool. Ist wahrscheinlich ein ganz kurioser Skin von MSI Afterburner. Ja gut, dankeschön. Also nochmal kurz zusammengefasst, ich habe hier gerade ein paar Sachen aufgeschrieben, die man testen kann. Einmal die Temperatur sollte unter Last bei maximal 85 Grad sein. Ansonsten Wärmeleitpaste bei dem Teil wechseln, vielleicht sauber machen oder generell einfach mal die Wärmeleitpaste wechseln und sauber machen, auch wenn das eigentlich nicht nötig ist. Vielleicht, wie wir das ja bei der anderen Karte vorhin gesehen haben, sieht man da irgendwas auf dem Board. Vielleicht auch ein Spannungswandler, der ein bisschen kurios aussieht, irgendwas angekokelt ist oder dass da Cola reingelaufen ist. Das habe ich alles schon gesehen. Wenn das nichts hilft, vielleicht mit dem DDU, dem Display Driver Uninstaller, einmal den Grafiktreiber komplett runterschmeißen und dann frisch neu installieren, kann eventuell auch noch helfen. Wärmeleitpads, Heatpads, ja, zähle ich mit zur Wärmeleitpaste, Reinigung genauso. Dann den Stresstest hier. Ich mache es üblicherweise so mit dem MSI Combustor hier, dass ich das Ganze dann auch auf vierfach stelle. So haue ich am meisten Frames raus. Die Karte muss am meisten arbeiten, wird am heißesten, wird super heiß dadurch auf jeden Fall. Das belastet sie noch mal ein bisschen mehr. Und dann sage ich jetzt mal, ab 3, 4, 5 Stunden ist die Karte dann eigentlich in Ordnung. Vielleicht gibt es ja auch ein Problem mit dem Spiel oder sowas, aber kann ich mir dann nicht vorstellen. Was ich da auch noch empfehlen würde, wenn der Stresstest nur mit der Grafikkarte jedes Mal durchläuft, um das Spiel auszuschließen, was es vielleicht ein Problem macht, dass man hier nochmal den CPU-Burner zusätzlich mit startet. Und hier haben wir jetzt einen 4-Kerner. Machen wir immer 1 oder 2 weniger als das, als die Kernzahl, die wir haben. Denn wenn ich jetzt hier 4 Kerne nehme, dann bricht da die Framerate ein. Wenn ich hier reinklicke, dann geht's wieder. Allerdings klauen wir uns da ein bisschen Leistung.
Und es geht mir eigentlich darum, herauszufinden, zu sagen, dass vielleicht das Netzteil damit nicht klarkommt, dass CPU und GPU Leistung ziehen. Und na, ihr versteht, was ich meine, dass man da ein halbwegs realistisches Szenario für eine Auslastung hinbekommt. Wenn das auch nicht funktioniert, installiere dir mal dieses Programm, das nennt sich MSI Afterburner. Und nein, das ist kein Penetrationswerkzeug. Und dann gehst du dahin und untertaktest den Core Clock, also den eigentlichen Grafikchip und die Speicherchips besser gesagt, mal um 100 MHz und lässt es dann nochmal so durchlaufen oder spielst dann einfach nochmal eine Runde und machst so weiter wie immer. Ich meine, schlimmer als ein Absturz kann es dann ja nicht werden. Und wenn das nicht klappt, vielleicht dann nochmal 100 MHz weniger, also insgesamt mal 200 oder vielleicht sogar noch weniger, bis es irgendwann läuft. Kann ja sein, dass man dann auch mit der Leistung noch zufrieden ist, weil jetzt gerade haben wir, merken wir uns mal, 68 FPS. Und wenn ich wieder auf die Standardwerte gehe, haben wir etwa 76, 75 FPS. Also da verschenkst du so ein bisschen an Leistung, aber vielleicht reicht es dir ja gerade immer noch so aus, weil du einfach keine Lust hast, den PC auseinanderzubasteln, gerade kein Geld da ist für eine andere Grafikkarte oder sowas. Wie wir gerade auch schon gesehen haben oder wie ich gerade auch schon verkündet habe, vielleicht die Grafikkarte mal in einem anderen System testen. Mit einem frischen Windows, deswegen sage ich auch hier und da mal, hol dir mal irgendeine billige SSD oder eine normale Festplatte. Pack da Windows drauf für alle Fälle. Und dann packst du da einen frischen Treiber drauf, hast nichts anderes drauf, außer den MSI Combustor und Afterburner eventuell und lässt es dann nochmal durchlaufen, weil man dann eventuell weiß, okay, wenn es mit dem originalen Windows nicht klappt, aber mit dem frisch eingerichteten, dass da irgendwas im Windows sitzt, irgendein Treiber sich damit eventuell nicht verträgt. Und ja, also dann wird man ja wissen, wenn es mit einer anderen Möglichkeit läuft, dass man vielleicht Windows mal neu installieren könnte oder sowas. Ein anderes Netzteil mal ausprobieren ist immer eine gute Idee, vor allem wenn das so ein uraltes Netzteil ist, obwohl das auch nicht immer ein Indikator ist. Ich habe auch 10 Jahre alte Netzteile teilweise hier gehabt. Da sagt der Netzteiltester zwar, irgendwas ist nicht in Ordnung, aber ja, trotzdem konnte ich damit 3, 4, 5 Stunden spielen beziehungsweise irgendwas rendern lassen und das hat auch funktioniert. Also kommt immer ganz drauf an. Ja, gut, okay. Als allerletzte Möglichkeit vielleicht nochmal ein BIOS-Update, vielleicht das BIOS des Mainboards an sich mal zurücksetzen. Vielleicht hat man ja vor kurzem dran rumgespielt, PC-Express-Einstellung vorgenommen. Vielleicht war das mal eine Mining-Karte gewesen, vielleicht hat man da ein Mining-BIOS drauf, dass man da mal eine andere BIOS-Version versucht drauf zu flashen irgendwie, könnte man machen. Das allerdings nur bei älteren Karten, ich glaube ab der Nvidia 1000er-Serie kann man da keine andere BIOS-Version mal ebenso drauf flashen. Wie es bei AMD ist, weiß ich nicht, müsst ihr euch mal informieren. Es ist dann eigentlich verdammt schwierig, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Untertakten den meisten Leuten schon hilft. Und wenn es jetzt nicht unbedingt eine neue Grafikkarte sein soll und das jetzt beispielsweise noch bis Weihnachten hält oder so, bis man dann sagt, ja gut, okay, dann gönne ich mir mal irgendwas anderes, dann ist das doch vollkommen in Ordnung, wenn man da vielleicht ein paar FPS verschenkt dafür. Vielleicht auch bessere Kühlung, hatte ich auch des Öfteren mal gehabt. Beziehungsweise bei der letzten Fix My PC oder bei der ersten Fix My PC Folge, da hatte ich ja eine EX580 hier. Da hatte dann der Vorbesitzer irgend so einen Billiglüfter da drauf gesetzt. Die Karte war bei 85 Grad oder 90 Grad und ist da auf jeden Fall öfter abgeschmiert als unter 65 oder 60 Grad mit meiner selbstgebastelten Kühllösung. Also wird das vermutlich auch helfen. Wenn man sagt, okay, die Karte will ich reparieren lassen, man muss mit Reparaturkosten von 70, 80 Euro Minimum rechnen. Vielleicht sogar das Doppelte. Es gibt hier bei YouTube jemanden, der heißt GaryPair, die haben auch einen Discord, da kann man nachfragen. Die werden einem wahrscheinlich ähnliche Sachen wie ich jetzt erzählen. Wenn man sie wirklich reparieren lassen möchte bei einer neueren Karte, macht das ja durchaus noch Sinn. Aber wenn man die Reparaturkosten dann auch für eine neue Karte, die vielleicht sogar ein Stück besser oder einfach ein Stück schlechter ist, investieren kann, mit weniger Arbeit und vor allem weniger Wartezeit. Ich warte da auch teilweise ein paar Monate drauf. Dafür finde ich 60, 70, 80 Euro pro Karte repariert ganz günstig, weil ob ich die Karte jetzt habe oder später, ist mir dann auch egal. Dann habe ich halt was Funktionsfähiges. Dann ist das, glaube ich, einfacher, wenn man sich eine gebrauchte Karte bei eBay besorgt. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, das konnte helfen. Danke übrigens fürs Zuschicken. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Jetzt habe ich immer eine neue Grafikkarte, musste da zwar ein bisschen für rumrödeln, aber das ist doch Peanuts, ist doch nix, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, das Problem kann nicht nur das sein, was ich vorhin einmal kurz verkündet habe. Es kann auch sein, dass das Mainboard an sich kaputt ist oder der Arbeitsspeicher. Vielleicht sogar die CPU an sich. Eventuell sind es nur Kontaktprobleme. Man könnte ja auch prophylaktisch hingehen, so in Richtung, haben Sie das Gerät einmal versucht, aus und wieder einzuschalten. Sowas hilft auch manchmal, dass man den kompletten PC zerlegt, wieder zusammenbaut, sauber macht, weil dann Kontaktprobleme, Wärmeleitpaste eventuell schon ausgeschlossen wären. Eventuell sogar klitzekleinste Kaltlötstellen, weil man irgendwas irgendwie wieder ganz kurios zusammengedrückt hat, aber sowas dann rauszufinden oder zur Konklusion zu kommen beispielsweise, zu sagen, okay, es muss das Mainboard sein, das ist kaputt,
Man hat vielleicht noch einen zweiten PC-Express-Slot, das kannst du ausprobieren, aber wenn dann da irgendwas anderes defekt ist, dann muss man tatsächlich viel gegentesten. Und das kann zeitaufwendig sein und deswegen lässt man sich das auch vernünftig bezahlen, leider. Weswegen man das am besten selber machen sollte. Deswegen gibt auch das Video von mir, Hilfe, mein PC macht kein Bild. Verlinke ich hier mal oder habe ich schon ein Video verlinkt. Befindet sich auch in der Beschreibung. Da muss man dann selber irgendwann hinterkommen. Mindestens 1-2 Stunden da dran sitzen. Und ein PC-Shop, 70 Euro die Stunde, 80 Minimum, schätze ich. Wahrscheinlich sogar mehr. Das kann dann richtig doof sein. Deswegen viel ausprobieren, nichts kaputt machen, Videos gucken. Vielleicht auf dem Discord fragen oder sowas. Ist halt manchmal leider so. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin, ciao, ciao.